Vertrauen. Wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung mit Quantisana TV. Heute geht es um das Thema Glücklich sein kann man lernen und hierfür habe ich zwei Gäste ins Studio eingeladen. Herzlich willkommen Alexandra Wurlitzer und Dieter Weiner. Dankeschön. Wir wollen jetzt über das Thema Glücklich sein sprechen. Dieter, wie ist denn das? Kann man das wirklich lernen oder ist es halt einfach so, man ist glücklich oder man hat einfach ein Scheißleben? Ja, schön ausgedrückt. So sagen es vielleicht die meisten Menschen draußen auch. Nein, man kann schon etwas tun dafür. Man kann nicht generell dazu sagen, dass wir 24 Stunden rund um die Uhr dann irgendwann mal glücklich sind. Aber man kann zumindest lernen, auch mit schwierigen Situationen gut umzugehen. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt. Denn wenn wir was verändern wollen, brauchen wir auch eine andere Energie. Und diese andere Energie erzeugt man eben durch Bewusstsein. Na, was das Glück generell betrifft, schon Goethe hat ja irgendwann mal gesagt, glücklich sein ist das, was die Menschen alle miteinander verbindet, der Wunsch nach Glück. Und das ist wohl das, nach was die ganze Menschheit strebt. Wir alle streben danach. Alle Menschen wollen glücklich sein. Ja, und nur jeder versteht eben was anderes darunter. Aber was wieder fast alle tun, die meisten streben in diesem Wunsch nach Glücklichsein im Außen. Sie suchen nach Glück im Außen. Wenn der Beruf passt, bin ich glücklich. Wenn ich meine Partnerin passt, dann bin ich glücklich. Wenn mein Konto passt, dann bin ich glücklich. Alles ist es ein Wunsch, der sich immer wieder aufs Außen konzentriert. Und das ist eine Schwierigkeit, denn wann auch immer ich abhängig bin von irgendwelchen Umständen im Außen, dann begebe ich mich ja in bestimmte Abhängigkeiten. Ich bewege mich immer in der Abhängigkeit. Ich bin abhängig davon, spielt meine Partnerin mit, spielt mein Banker mit, spielt mein Chef mit, spielen die Politiker mit. Und deswegen tun sich auch so viele Menschen schwer mit dem Begriff glücklich sein, weil wir uns ständig in irgendwelchen Abhängigkeiten nach außen bewegen. Die Steigerung dazu wäre dann, wir sind Opfer von Umständen. Und jetzt sind wir in der Tat dann ein Opfer und haben ständig Schuldige, warum es bei uns nicht läuft und warum wir nicht glücklich sein können. Und das ist natürlich höchst problematisch, wenn es um das Thema glücklich sein geht, wenn es darum geht, wie kann ich möglichst viel Glück in mein Leben integrieren. Deswegen sollte man zwei Merksätze wissen, wenn es ums Thema glücklich sein geht. Der erste Punkt ist, Glück kann man nicht haben, glücklich kann man nur sein. Mhm. Das ist der erste Punkt. Es bezieht sich also nicht auf das Außen, sondern es bezieht sich auf einen inneren Seinszustand, um den es geht. Ja, es ist also kein Habenzustand in irgendeiner Form. Es hat nichts damit zu tun, was ich habe. Ich habe speziell viele Bilder im Kopf, wo wir Kinder erleben, die bei weitem nicht in so materiellen Wohlstand geboren werden, in Afrika oder wo auch immer, die meinetwegen im Dreck oder im Schlamm spielen, mit ein paar Steinen als Spielzeug, aber trotzdem glückliche Augen haben. Mhm. Und das sind so Situationen, wo man immer wieder feststellt, es geht nicht darum, was ich habe. Es geht darum, was ich für eine Einstellung zu den Dingen entwickle. Ja? Ja, ja. Das ist der erste Merksatz. Und der zweite Merksatz wäre, wer sein Glück im Außen sucht, hat sein Selbst noch nicht gefunden. Ja. Sehr gut, ja. Solange wir also immer noch im Außen unterwegs sind und glauben, mein Partner macht mich glücklich und mein Chef macht mich glücklich und alle anderen müssen dafür sorgen, dass ich glücklich bin, haben wir noch nicht begriffen, worum es geht in dieser Welt. Ja, ja. Ich merke das auch allein bei so Kleinigkeiten. Ihr kennt das alle, wenn man im Stau steht oder so. Man steht und wie viele Leute sich dann aufregen. Und ich habe irgendwann dann einfach angefangen, habe mir gedacht, das ist mir zu stressig, weil ich fahre viel Auto. Habe mir einfach vorgenommen, hey, wenn ich im Stau stehe, dann habe ich endlich Zeit. Habe ich endlich Zeit, mir ein gutes Hörbuch rauszusuchen. Oder ich höre sehr gerne Hörbücher, dann habe ich was Spannendes beim Autofahren. Und dann war ich manchmal sogar glücklich, dass Stau war, auch wenn ich dann ein bisschen zu spät gekommen bin. Ich kann ja nichts dafür, dass ich dann zu spät komme. Und habe einfach dann im Auto dieses Hörbuch länger hören können. Und das war so schön. Und plötzlich habe ich Stau genießen können. Und da habe ich gemerkt, dass es alles in mir drinnen passiert, ob ich glücklich bin oder nicht. Ja, ja, absolut. Und Dieter, wie ist deine Ansicht? Ich meine, du kennst es bestimmt auch, man hat ja gerne einen Schuldigen, der dann schuldig ist, dass man nicht glücklich ist. Wie siehst du das?
Also generell ist es so, wenn man es einfach mal spirituell betrachtet, gibt es aus spiritueller Sicht keine Schuld im Universum. Sondern alles geschieht, weil es geschieht. Ja, wir leben in einer Welt, die wir Kosmos nennen. Kosmos heißt Ordnung. Und wo alles seine Ordnung hat, gibt es keine Unordnung. Also gibt es auch keine Zufälle und es gibt auch keine Schuld. Die Dinge geschehen, so wie sie geschehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, mit den Dingen umzugehen. Vor allem auch mal, wenn Situationen eintreten, die vielleicht nicht so laufen, wie wir sie gern hätten, wie wir sie uns wünschen würden. Ja, denn das passiert ja öfter mal, dass wir in der Situation kommen, das Leben liefert uns die eine oder andere Situation und wir müssen jetzt reagieren. Und nicht alle Situationen sind so, dass wir hurra schreien können, sondern manchmal sind das auch richtige Herausforderungen. Und dann ist die Frage, wie habe ich gelernt, mit diesen Situationen umzugehen? Wie gehe ich an diese Geschichte ran und wie bemühe ich mich, hier rauszukommen aus dem Ganzen? Oder hake ich es eigentlich schon ab und fange nur noch zu schimpfen an, warum andere schuld dran sind, dass ich mich momentan in dem Bereich drin bewege? Ja, es geht um Eigenverantwortung und nicht um Schuldzuweisung. Und das ist eine der ersten Dinge, die wir denn unseren Teilnehmern in fast allen Seminaren oder eigentlich in allen Seminaren immer wieder transportieren, dass es nicht darum geht, immer mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern dass es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, egal in welcher Situation, und dann zu sagen, okay, es ist so, wie es ist, und jetzt mache ich das Beste daraus. Ja, und das ist eine gute Einstellung, um sein Leben etwas glücklicher und auch etwas leichter zu gestalten. Also geht es um einen Seinszustand einfach? Ja, es ist immer der entsprechende Seinszustand, der es ausmacht, wie ich einer Situation gegenüberstehe. Alexandra, wenn ich jetzt von diesem Seinszustand spreche, was kann ich mir da ganz genau noch drunter vorstellen? Wie würdest du das ausdrücken? Naja, ich würde es so ausdrücken, dass es ist sowohl das Denken als auch das passende Gefühl dazu, ne? Dass ich, weil Denken ist nur eine Hälfte davon. Ne? Wenn das Gefühl und die Vorstellungsbilder nicht dazu passen, dann geht es auch nicht weiter. Ne? Ich kann mir zwar denken, ich bin reich, aber wenn ich in mir das Gefühl einfach habe, zum Beispiel aus früheren Erfahrungen, dass ich jeden Pfennig zweimal umdrehen muss oder jeden Cent heutzutage, dann stimmt das mit diesen Gedanken nicht überein. Und das muss ich, da darf ich einen Weg finden, und da gibt es auch Wege, das zu kehren und eine neue Erfahrung zu machen, beziehungsweise dieses Gefühl dazu zu verändern. Und es gibt genug Dinge, für die wir in unserem Leben, also wir vor allen Dingen in unserer westlichen Welt, auch dankbar sein können. Also da jammern manche schon auf sehr hohem Niveau, wenn ich mir das manchmal so anhöre. Und deswegen ist das der Punkt Dankbarkeit schon eine große Hilfe dazu, dass ich mir mal ein Gefühl des Reichseins, nämlich wenn ich dankbar bin für das, was ich einfach alles schon habe, also das entweder einen inneren Reichtum, oder oft sehen wir auch den äußeren Reichtum, den wir schon nicht haben, und beklagen uns über kleine Dinge, die wir dann nicht erreichen. Aber es geht erstmal darum, eben dieses Gefühl, also ich bin reich, zu entwickeln. Dann passt es auch mit dem Gedanken zusammen, ich bin reich, und dann kann das letztendlich dann auch in Erscheinung treten. Denn das ist wichtig, dass es hier keine Diskrepanzen ergeben, denn die Dinge neutralisieren sich sonst immer wieder, und dann komme ich meinem Ziel keinen Schritt näher. Und viele machen auch den Fehler, die sagen, ich will dieses oder jenes erreichen, oder ich will dieses und jenes haben. Und dieses Wollen, das ist immer ein in die Zukunft projizieren, und zwar auf ewig. Ne? Also das, was ich haben will, das trage ich dann ständig vor mir her, so als Ziel. Die Kunst ist aber, sich das in einer quasi Finish-Formulierung, wie man so schön sagt, in der Erfolgspsychologie, sich das einzuverleiben als ich bin es schon, also quasi sich in diese Rolle zu versetzen oder in dieses Bild hinein zu versetzen, damit das Vorstellungsbild eben einfach auch schon mal dadurch auch das Gefühl verstärken kann. Also wenn ich mich in etwas rein versetzen kann, gedanklich, wenn ich mich in einem Film sehen kann, in einer Rolle, dann kann ich mich da vielleicht auch hineinfühlen. Also wir versuchen es zumindest auf den Seminaren, dort die Leute hinzubegleiten, damit die ein Hineinfühlen entwickeln können. Ja, ja. Ein Gefühl für sich selber, aber auch ein Gefühl für Situationen und für Veränderungen entwickeln kann, sich da hinein zu versetzen und dadurch dann einen neuen Seinszustand, der das Ganze dann auch möglich macht, wo ich eigentlich hin will, zu entwickeln. Und allein daran, da passiert ja dann auch schon so viel, allein was man dann für eine Stimmung nach außen trägt. Also ja, natürlich. Ich merke das ja auch bei mir kommen Menschen entgegen und machen mich total
unfreundlich von der Seite, sprechen Sie mich an oder irgendwas. Das gibt es immer mal wieder, ja. Mich, ob ihr es glaubt oder nicht. Okay. Und ich denke mir dann so ganz oft so, hey, was muss bei denen gerade sein, dass sie mich so ansprechen? Weil als erstes kommt der Reflex, Mann, ich pump den gleich zurück an, ich tue den einfach gleich blöd zurück anmachen. Und dann kurz nachdenken, so, hey, vielleicht geht es dem ja gerade nicht so gut, um dieses Urteil wegzupacken. Und plötzlich ist es so ein freundlicher, netter Mensch und es passt alles. Und hätte ich zurückgeschossen sozusagen, dann wäre das Ganze nach hinten losgegangen und wahrscheinlich wären wir auseinandergegangen. Und ich hätte mir gedacht, was ist das für ein... Das ist aber ein tolles Beispiel für Achtsamkeit, für praktizierte Achtsamkeit im Leben. Ne? Also in dem Moment, wo du den ersten Reflex, der ganz natürlich aus unserem Reptilgehirn eben einfach kommt, wie wir reagieren, ne? Und daher kommt auch das Sprichwort, wie du in den Wald reinschreist, so Hals zurück. Ne? Da achtsam damit umzugehen, also festzustellen, okay, nein, hoppla, warum soll ich mich genauso verhalten wie der andere? Also das verstehe ich unter Achtsamkeit und das finde ich jetzt ein schönes Beispiel, das du jetzt gerade gegeben hast, ne? Dass man einfach mal kurz innehält, will ich wirklich so sein, dieser Seinszustand, will ich so sein, dass ich genauso bin wie der mich da von der Seite anmacht und was mir jetzt auch unangenehm war, oder möchte ich einfach anders sein, damit ich die Stimmung verändere, damit ich die Situation verändere, denn das Stärkere, das beeinflusst, oder das Lichtere, das beeinflusst immer das Dunklere, so würde ich es jetzt einfach mal sagen, oder das Stärkere beeinflusst das Schwächere. Und so machst du nicht nur für dich eine bessere Situation draus, sondern auch für das Gegenüber, you make his day dann, oder her day dann in dem Fall. Also du wirst auch im Leben des anderen dann in dem Moment etwas verändern, wenn du ihm da eine positive Antwort auf sein Verhalten gibst. Ja. Schön. Dankeschön. Dieter, ihr habt ja ein Seminar, was ihr anbietet, Faszination Leben. Und was macht ihr da in dem Seminar? Wie sieht das genau aus? Weil es hängt ja genau mit diesem Thema Glücklichsein auch zusammen, oder nicht? Ja, es hängt direkt mittelbar und unmittelbar mit den Themen zusammen. Und zwar geht es hier natürlich einmal um die Faszination des Lebens als eines, die Lebensgesetze, die hermetischen Gesetze, und wie man mit ihnen umgeht. Und auf der anderen Seite natürlich auch mit dem Faszination Mensch, mit den faszinierenden Dingen, die in uns so drin stecken und wie wir mit dem Leben am besten umgehen können, damit wir eine Faszination daraus machen können. Und einer der Punkte ist beispielsweise, wie wir im Leben eben glücklicher sein können. Mhm. Und ich glaube, es gibt 5 Faktoren im Wesentlichen, wie wir unser Leben entsprechend glücklicher machen können und wie wir oftmals von einem Moment zum anderen unser Gehirn verändern können, unsere Programmierung verändern können. Und der erste Punkt heißt für mich Dankbarkeit. Wenn ich heute einen Menschen frage, bist du ein dankbarer Mensch, dann sagt jeder, ja. Ja, klar. Wenn ich ihn aber dann anschaue und ich sage, schau mal, wir haben 24 Stunden am Tag und 60 Minuten in der Stunde, 24 mal 60, das sind 1440 Minuten, glaube ich, so in dem Dreh. Ja, von den letzten 1440 Minuten, der letzten 24 Stunden, wie viel warst du davon richtig dankbar? In wie vielen Minuten warst du so richtig dankbar? Dann wird es meistens sehr still. Es wird meistens sehr still. Und wenn es dann vielleicht 2-3 Minuten waren, und ich meine ja jetzt nicht einfach nur mal, wenn mir jemand was gibt, dann nett zu sagen, Dankeschön, sondern einen, jetzt kommt wieder der Begriff, Seinszustand, ein inneres Gefühl der Dankbarkeit zu entwickeln und dann mit diesem Gefühl der Dankbarkeit ins Leben zu gehen. Denn in dem Moment, wenn ich dankbar bin, habe ich keinen anderen Gedanken, den ich im Kopf zulassen kann. Denn das ist der Vor- und der Nachteil unseres Gehirns. Wir können immer nur einen Gedanken im gleichen Moment denken. Und zumindest wir Männer, gell? Multitasking. Man sagt, bei Frauen ist es anders möglich, aber es ist auch bei Frauen nicht anders möglich. Auch sie können nur linear einen Gedanken nach dem anderen denken. Ja. Und wir jammern ja alle auf einem sehr hohen Niveau. Und das heißt, wir leben auch auf einem sehr hohen Niveau und jammern dementsprechend auch auf einem sehr hohen Niveau. Wie läuft unser Tag normalerweise ab? Ich nehme jetzt mal eine Zahl. Wir haben 100 Dinge. Von den 100 Dingen sind 94, die funktionieren relativ gut. Aber das haken wir ab unter dem Aspekt, ist normal. Und mit was beschäftigen wir unser Gehirn ständig? Mit den 5-6 Dingen, die nicht funktionieren. Und das ist dann alles doof und das ist blöd und das ist beschissen und das ist so und wa und quak, 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 bla, 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 bla. Und darüber wird auch den ganzen Tag geredet. Mit dem Ergebnis, ich produziere ständig destruktive, negativ zerstörende Gedanken. Im Endeffekt einen zerstörenden Geist, ein zerstörendes Bewusstsein und dann wundern wir uns, wenn wir vom Regen oft in die Traufe kommen. Ja? In dem Moment, wenn ich in der Situation, wenn es mir noch so dreckig geht,
aber mir mal wieder bewusst mache, hey, wofür kann ich denn eigentlich dankbar sein? Hier habe ich ein, zwei Aspekte, die funktionieren gar nicht. Mir ist jetzt die Frau oder der Mann weggelaufen oder ich bin entlassen worden oder wie auch immer. Wofür kann ich denn eigentlich dankbar sein? Und dann stelle ich plötzlich fest, es gibt hunderte von Dingen, wofür ich dankbar sein kann. Ich kann dankbar sein, dass ich in der Schweiz oder in Deutschland lebe, in einem Land, wo ich im Grunde alles, ja, wo ich im Grunde, ja, ich sag mal, fast alles erreichen kann, was auch immer ich möchte. Ja, ich kann Geld verdienen, was auch immer ich will. Ich habe meine Gesundheit zur Verfügung. Ich habe Organe, die funktionieren. Ich kann dankbar sein für mein Herz. Weißt du, wir haben einen funktionierenden Körper in aller Regel. Okay. Und wir merken erst dann, dass der Körper nicht mehr funktioniert, wenn irgendwas wehtut. Anstatt mal herzugehen und dem Körper mal jeden Tag ein kurzes Danke zu sagen, sagen Danke, dass du gut funktionierst. Dem Herz mal zu sagen Danke. Frag dich mal selber, wann hast du das letzte Mal deinem Herz gesagt, vielen Dank, dass du für mich schlägst? Zigtausend Mal am Tag, ohne dass du drüber nachdenken musst. Ja, ja. Aber wenn es nur ein einziges Mal den Rhythmus ein klein wenig verliert, dann kommt dein ganzes Leben durcheinander. Und das sind alles so Dinge, über die denken wir nicht nach. Also wenn ich gesund bin, kann ich nur sagen, vielen Dank, dass ich gesund bin. Vielen Dank, dass ich atmen kann, dass ich tief atmen kann. Vielen Dank, dass ich den Kühlschrank aufmachen kann und dass da mein Essen drin ist. Wenn ich mal überlege, wie viele Millionen von Menschen, Milliarden Menschen auf diesem Planeten in der Früh noch nicht wissen, was sie abends essen werden. Oder nicht mal in der Früh wissen, wie sie frühstücken und was sie frühstücken sollen. Wie viele Milliarden in der Früh noch gar nicht wissen, ob sie am Abend ihre Kinder wieder lebendig und gesund in die Arme nehmen können. Und wie viele Milliarden Menschen nicht mal in die Schule gehen können und ihre Kinder nicht mal in die Schule schicken können. Wenn wir uns alles das vor Augen halten, haben wir so viele Gründe, tausend Gründe, um dankbar zu sein. Ja, und könnten dann sagen, okay, ich bin für das dankbar, ich bin dankbar, dass ich atmen kann, dass ich gesund bin, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich sozial abgesichert bin, dass ich ein gutes Einkommen habe, dass ich ein Konto habe, dass ich einen Partner habe, dass ich ein Haus habe, dass ich sicher leben kann und. Und jetzt habe ich da noch drei oder vier Dinge, die kriege ich jetzt auch noch geregelt. Mhm. Ja, mhm. Und das ist eine der wichtigsten Dinge, wie ich denke, wie ich sofort von einem Moment am anderen umschalten kann und mein Gehirn auf Glücklichsein trainieren kann. Das sind zum Beispiel so kleine Ideen und kleine Konzepte, wie man das entsprechend machen kann. Ja, ich habe meinen letzten Autounfall hatte ich, glaube ich, mal vor 25 Jahren, soweit ich mich da erinnern kann. Und damals ist mir das so klar geworden. Weißt, wenn ich jetzt nur rumgejammert wäre und nach dem Motto, oh, da ist mir jemand reingefahren und dann hätte ich stundenlang gejammert, das wäre nichts passiert. Danach wäre das Auto immer noch kaputt gewesen, ich wäre immer noch auf der Autobahn gestanden, ich hätte mich immer noch geärgert und so weiter und so fort. Aber zur damaligen Zeit, kann ich mich noch gut erinnern, da war der Unfall dann, ich habe gemerkt, okay, das und das, es sind keine Verletzten da. Dann habe ich schon angefangen, Autofahrer wieder zu verteilen. Bitte guck mal, ob die alle gesund sind. Ruf du mal die Polizei, ruf du mal einen Rettungsdienst an, stell du mal ein Warndreieck auf. Und so haben wir dann die Aufgaben verteilt und so ging das Stück für Stück vorwärts. Und ich kann mich gut erinnern, da war noch nicht mal die Polizei, da hatte ich schon einen Abschleppwagen bestellt, ich hatte schon ein neues Fahrzeug organisiert. All diese Dinge, das meine ich unter dem Aspekt, okay, die Dinge sind jetzt passiert und jetzt mache ich das Beste draus. Weil ändern kann ich es eh nicht mehr, genau. Sie sind ja schon da. Ändern kann ich es nicht und jetzt mache ich das Beste draus und organisiere die Dinge, anstatt ständig nur zu jammern und bla 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 und bla bla bla. Und es ändert sich im Grunde nichts daran und auch am nächsten Tag ist es noch kaputt, mein Auto, und ich stehe vielleicht immer noch auf der Autobahn und jammer, weil ich keinen Abschleppdienst bestellt habe oder wie auch. Nur das Bild jetzt mal gesehen. Ja. Das ist der eine Aspekt zum Thema Dankbarkeit. Es gibt noch ein paar weitere, wo man Dankbarkeit noch vertiefen kann, auch spirituell gesehen. Zum Beispiel, denn es gibt ja einen Satz in der Bibel, der mich lange Zeit mal zum Nachdenken gebracht hat. Und der Satz heißt, wer hat, dem wird gegeben, auf das er in der Fülle lebe. Wer aber nicht hat, dem wird das Wenige, das er hat, auch noch genommen werden. Und das fand ich immer höchst unfair. Unfair, ja. Und das habe ich dann oft auch mit der geistigen Welt diskutiert, in Channelings, und wir haben dann gesprochen und Dialoge gehabt. Und ich kann mich erinnern, dass einmal der aufgestiegene Meister Saint-Germain zu mir gesagt hat, ich soll nicht immer so kritisch sein, war seine Aussage, und ich soll doch einfach mal das Wort Dankbarkeit damit einsetzen, ob es dann für mich mehr Sinn gibt. Und ich habe dann das Wort Dankbarkeit eingesetzt und dann heißt der Satz, wer Dankbarkeit hat, dem wird gegeben, auf das er in der Fülle lebe. Wer aber keine Dankbarkeit hat, dem wird das Wenige, das er hat, auch noch genommen werden. Und plötzlich hat es bei mir Klick gemacht und ich habe verstanden, worum es geht.
Denn Dankbarkeit ist die Schwester der Liebe von der Energie her. Ist die zweitstärkste Energie, die wir haben, mit dem Segnen in Verbindung. Und wir können also sagen, wofür wir ehrlichen Herzens dankbar sind. Okay? Das wird sich ständig vermehren. Und deswegen gebe ich immer den Tipp und auch den Hinweis, wenn jemand nicht zufrieden ist mit einem Einkommen, ja, dann muss er sich nicht wundern, wenn oben nicht mehr kommt und wenn das Leben ihm nicht mehr geben kann, weil er ständig im Mangel ist, im Mangel denken, ich habe nicht genug. Aber wenn er denkt, ich bin dankbar für das, was ich schon habe, für die meinetwegen 2.500 Schweizer Franken, die ich schon bekomme, und jetzt stelle ich mir die anderen 5.000 noch vor und überlege mir, wie kann ich meinen Nutzen erhöhen, um die anderen 5.000 Franken noch zu verdienen. In dem Moment ist er auf einem guten Weg, dass das Leben ihm auch Türen öffnet, wie das möglich sein kann. Das nur als kurzes Beispiel noch, welche verschiedenen Aspekte es noch zu der Dankbarkeit gibt. Aber ich glaube, das sollte deutlich geworden sein. Immer wenn ich dankbar bin im Bewusstsein, kann ich nicht schlecht drauf sein. Ja. Ich kann niemandem Schuldzuweisungen geben, sondern ich konzentriere mich auf die Dankbarkeit, bin aus dem Herzen ein dankbarer Mensch und sage, okay, das ist jetzt schiefgelaufen, bin jetzt entlassen worden, aber ich habe noch meine Hände, ich kann noch arbeiten, ich habe noch meine Fähigkeiten, ich habe noch meine Möglichkeiten, ich kann mir noch überlegen, wo ich hingehen will und jetzt überlege ich mir gleich mal, wo würde ich denn gerne am allerliebsten arbeiten. Voll. Und dann konzentriere ich mich darauf, wie komme ich dahin. Und ich verhungere ja auch nicht, bis ich die nächste Arbeit finde. Das ist ja wirklich, wie du so schön gesagt hast, in anderen Ländern ist es ja ganz anders. Das ist ja existenziell. Und hier kriegt man ja dann doch irgendwie noch, selbst wenn es nur Hartz IV in Deutschland ist oder so, man kann irgendwie leben. Ja. Genau. Ja. Also das war der erste Glücksfaktor, ist Dankbarkeit. Über die anderen vier möchte ich jetzt gar nicht so lange reden. Sie einfach nur kurz streifen, weil sie ja auch ein Bestandteil des Seminars Faszination Leben sind. Also Selbstliebe wäre der zweite Punkt. Ja, sich selbst lieben können, sich selbst so annehmen, wie man ist, ist ein wesentlicher Faktor zum Glücklichsein. Denn wenn wir am Tag dutzendmal in den Spiegel schauen oder zwei dutzendmal und jedes Mal sehen wir das kalte Morgengrauen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn andere uns auch nicht gerade großartig finden. Ja, denn wenn ich mich nicht lieben kann, wer soll mich dann lieben? Und hier kommen wir auch wieder in die Abhängigkeit dran. Wenn ich ständig Zweifel an mir selber habe, weil ich mich nicht lieben kann, und ich die Zweifel auf meinen Partner projiziere, ob ich überhaupt liebenswert für ihn bin, dann müssen wir uns auch nicht wundern, warum so viele Partnerschaften im Konflikt sind, weil sie beispielsweise hier schon in die Trennung gehen, was das betrifft. Ne? Denn in dem Moment, wenn ich Zweifel an mir selber habe, projiziere ich die Zweifel automatisch in meinen Partner hinein. Liebt er mich denn auch noch? Und so entsteht Eifersucht und vieles andere, das dann eine Partnerschaft nicht gerade einfacher macht, um es mal so zu sagen, sondern sehr in große Konflikte rein bewegen kann. Selbstliebe ist ein großer Faktor. Dann kommt das Thema Selbstwertschätzung über die Selbstliebe hinaus. Hier steckt das Wort Selbst drin, das Wort Wert drin und das Wort Schatz drin. Also hier habe ich schon mal einen Ausdruck auch, was ich verdiene, zu was ich in der Lage bin, irgendwann mal etwas zu verdienen. Ja, mein Verdienst hängt immer von der Selbstwertschätzung ab. Auch hier wieder ein kurzer Hinweis, wenn ich mich selbst nicht wertschätze, wer soll mich dann wertschätzen? Ja, beispielsweise, und deswegen sind wir ständig darauf angewiesen, weil wir diese Selbstliebe nicht haben, dass andere uns immer wieder Bestätigungen geben. Hier gehen wir wieder in eine Opferrolle hinein, wir machen uns abhängig, wir geben uns in die Abhängigkeit und können so nicht ein eigenverantwortliches Leben leben. Das ist der zweite Aspekt, sehr wichtig, Selbstliebe. Das sind Kindheitsmuster, die das Ganze verhindern. Ja, als Kind haben wir irgendwann mal gelernt, schon mit ein, zwei Jahren hat jedes Kind begriffen, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. Ich bin nicht brav genug, ich bin nicht hübsch genug, nicht hässlich, hässlich genug. Ja, ich bin nicht ruhig genug und ja, nicht schlau genug oder was auch immer in dem Dreh. Man hat immer wieder Dinge, wo man eben den Kindern sagt und zappel nicht so rum und bleib vernünftig sitzen und erst langsam. Und na, immer diese ständigen Informationen, du bist nicht in Ordnung, mach das anders. Du bist nicht in Ordnung, mach das anders. Und das nehmen wir als Kind natürlich dann auf. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn so viele Menschen das Gefühl haben, so wie ich bin, bin ich halt nicht in Ordnung. Ja. Und dann braucht man die Bestätigung in dem Außen, dass man in Ordnung ist. Und man ist ständig auf der Suche am Grabschen im Außen. Und dann sagt sie halt, liebst du mich eigentlich noch? Das sind so typische Dinge, wo man das dann feststellen kann. Wow, wieso brauche ich das eigentlich, diese Bestätigung in dem Außen? Der dritte Faktor wäre dann Vertrauen. Vertrauen in sich selbst und Vertrauen natürlich auch ins Leben. Ein wichtiger Faktor ins Thema Glück. Wenn ich kein Vertrauen ins Leben habe, dann bin ich in der Angst. Und in der Angst kann man nicht glücklich sein. Das Gegenteil von Angst ist Liebe und die Schwester der Liebe ist wieder das Glück. Also Liebe und Glück kann man nicht trennen.
wer liebt, ist glücklich und wer glücklich ist, liebt. Mhm. Ja, und wenn man Angst hat, dann trennt man sich im Grunde vom Leben und damit auch vom Vertrauen. Der vierte Aspekt wäre dann automatisch, dem Leben einen Sinn zu geben, um Leidenschaft reinzukriegen, Begeisterung. Ja, und der fünfte Punkt, um es schnell zu sagen, ist einfach Zuversicht. Ich nenne das jetzt nicht Optimismus, sondern bewusst Zuversicht. Weil ich habe so viele Menschen kennengelernt, die glauben, dass sie Optimisten sind. Und wenn ich ihnen dann 10 Minuten zuhöre, dann würde ich am liebsten sie in den Keller schicken. Und würde sagen, geh erstmal Kohle schippen, vielleicht wird es dann besser, wenn du wieder raufkommst und dankbar sein darfst, was du eigentlich für ein schönes Leben hast und für Möglichkeiten. Und deswegen ist mir das Wort Zuversicht besser, ist nicht so abgedroschen wie das Wort Optimismus. Ein zuversichtlicher Mensch ist ein Mensch, der seine Sicht in die Zukunft richtet. Darum heißt es Zuversicht. Ja, ich kümmere mich darum, wie sieht meine Zukunft aus? Also auch unter dem Aspekt, okay, die Dinge sind so, wie sie sind. Jetzt sind sie eben nun mal so. Und jetzt richte ich meinen Blick nach vorne, meinen Fokus nach vorne und schaue, wie kann ich das Beste draus machen. Mhm. Und das sind aus meiner Sicht die 5 Faktoren, die unser Leben glücklicher machen, erfolgreicher machen, leichter machen. Also Dankbarkeit, Selbstliebe, Vertrauen, Sinn und das 5. war Zuversicht. Und wenn wir die in unser Leben integrieren können, dann glaube ich, haben wir es ein bisschen leichter. Super, vielen Dank, Dieter. Alexandra, gehen da jetzt zu euren Seminaren, kommen da hauptsächlich Menschen, die jetzt sagen, ich bin einfach unglücklich und deswegen gehe ich hin? Ich war ja auf so einem Seminar und mir kam es ganz anders vor. Was für Menschen empfiehlt man denn einfach mal vielleicht so ein Seminar zu besuchen und sich da weiterzubilden? Also ich kann es nur jedem empfehlen. Ich wüsste nicht, welche Zielgruppe da rausfällt aus dem Raster, ne? Also weil es eben einfach darum geht, dass man auch erkennt, dass unsere Gedanken auch unsere neuronalen Strukturen verändern im Gehirn. Und je mehr ich negativ denke oder eben einfach destruktiv oder einfach nicht oder unglückliche Gedanken denke, desto mehr werde ich unglücklich. Und ich meine, es ist für uns alle wichtig in unserer heutigen Gesellschaft, dass jeder sich um seine eigenen Gedanken, also um sein eigenes Bewusstsein kümmert, Verantwortung dafür übernimmt. Denn sonst, wir haben so eine Tendenz, in so eine schwierige Zeit reinzurutschen. Und da ist es für jeden, der auch nur die Idee hat, ich könnte mal so ein Seminar besuchen, unbedingt wichtig. Und wir sind dankbar für jeden, der kommt, der was für sich selber tut, für sein eigenes Bewusstsein, für seine Gedanken, weil auch diese einzelnen Gedanken der einzelnen Menschen eben einfach das Massenbewusstsein auch beeinflussen. Das ist eben auch uns so wichtig, dass wir was für das Ganze tun, indem wir beim Einzelnen oder jeden Einzelnen dazu aufrufen, vor seiner eigenen Türe zu kehren, damit er seinen Beitrag dazu leistet, dass es insgesamt wieder einen Umschwung geben kann in unserer Gesellschaft. Vielen, vielen Dank. Also jeder, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, jeder kann wirklich diese Seminare besuchen. Man kann bestimmt auch noch andere Sendungen anschauen. Wir haben ja schon manchmal auch über diese Seminare gesprochen in vorherigen Sendungen. Ich war auch schon live dabei und muss auch sagen, es hat mir ganz viel gebracht. Ich konnte ganz viel mit nach Hause mitnehmen und in der Zukunft auch anwenden. Und deswegen schaut einfach sonst unter quantisana.tv nochmal die Sendung an. Können Sie auch gerne an Leute weitergeben, an Menschen weitergeben. Dann werden es immer mehr, die hier was noch verändern auf dieser Welt. Nicht, dass nicht jeder jetzt schon was verändert, aber das ist einfach, denke ich, eine gute Möglichkeit. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, mich zu verabschieden von euch. Unsere Zeit ist rum. Schön, dass ihr da wart, dass ihr das Wissen wieder geteilt habt. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf die nächste Sendung mit euch. Auf Wiedersehen. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung.